Willkommen zurück zu The Last of Us, Folge 6 mittlerweile und ja, nach der brutalen Folge 5 gehen wir jetzt das Ganze ein wenig ruhiger an, hoffe ich zumindest. Könnt euch mal ein wenig beeilen, das ist schwer. Hallo? Okay, halt fest. Was los? Hallo, das ist sehr, sehr schwer. Okay. Wow. So. Da finden wir wieder Items. Siehst du? Alles klar. Jede Menge Sachen, die wir brauchen. Tess sieht das so ein bisschen locker, finde ich. Also, gar nicht so ernst wie Joel. Wow. Weil das ist doch immer wieder eine Gefahr, hier lang zu laufen. Wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Hui. Fögel. Sieht toll aus. So. Hier können wir durch. Vorsichtig. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Ich muss auch dazu sagen, wie ich es auf der PlayStation 3 gespielt habe. Ich habe nie das Gefühl gehabt, bei dem Spiel nie zu wissen, wo ich lang muss. Also eigentlich war es schon immer, ja, zwar nicht sofort sichtbar, aber weißt du, man hatte so eine Nase dafür. Wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja. Nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. So. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Oliver LLF. Wahrscheinlich ein Klamottenladen mal gewesen. Hier lang. Da liegt wieder was. Jawohl. Gegenstände, die wir gebrauchen können. Gucken wir mal, können wir was bauen? Ja. Ein Messer. Ist immer gut. Da liegt auch wieder was. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. Ui. Ui. Es kommen Erinnerungen hoch. Liebe Leute, es kommen Erinnerungen hoch, die ich eigentlich vergessen da, wollte. Am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird... Huch, jetzt habe ich die Dings unterbrochen. Das wird wahrscheinlich gleich weitererzählt werden. Also, Molotow. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere anzünden. Mit L2 kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Gehe sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotow-Cocktails brauchst du die gleichen Bauteile wie für Medikits. Oh. Das ist natürlich, da müssen wir natürlich uns Gedanken machen, was wir jetzt erstmal, entweder Molotow-Cocktails oder Medikits. Das ist natürlich, muss man sich dann selber entscheiden für. Schauen wir mal, wie es dann im späteren Verlauf wird. So. Ja, so, dann nehmen wir noch die Lappen mit. So. Unser Inventar füllt sich immer mehr. Wir werden aber mal eben einen Molotow-Cocktail noch zusätzlich bauen. So, oder am besten nur rein. Und, nein, okay, nicht noch einen. So. Und ich werde noch, nein, du sollst den nicht anzünden und den nehmen. Nimm die Waffe in der Hand. So. Ja,
Wie gesagt, ich, mir kommen ganz schlimme Erinnerungen hoch, wenn ich jetzt hier sehe, wir sind in einer U-Bahn. Und wir sicherlich ja schon jetzt zum 100. Mal wisst von mir, ich habe es ja auch vor 3 Jahren schon gespielt und... Aie, aie, aie. So, Firefly, ein Zettelchen, schauen wir mal. Firefly-Karte. So, meet up with second Firefly Team at Capitol Building. Okay, sie wollten sich am Capitol Building wollten sich treffen. Ein second Firefly Team. So, lesen. Triff dich mit den zweiten Firefly Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60 groß, Fragezeichen, 14 Jahre alt, rothaarig. Das klingt nach Ellie. Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Ging's da oben? Nee, da oben geht's nicht weiter, ne? Ich da auf dem, auf der Rolltreppe vielleicht noch irgendwie was? Rolltreppe? Nein. So. Hier scheint es jetzt weiter zu gehen. Und ja. Scheiße. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. So. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ja, das ist natürlich ein super Tipp. Messer sind voll und ich bin's auch. Ja, Munition ist immer gut. So. Ich muss mal wieder schütteln. Ich weiß, dass hier jede Menge rumlag zum Sammeln. Das weiß ich wohl. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern. Jede Menge. Oh. Eine Flasche. Ellie, setz dich hin, oder? Oh, 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 gar nicht gut. Oder doch? Boah, diese Dramatik, die bringt mich um. Oh, und da ist auch noch ein Runner. Müssen wir jetzt schleunigst erledigen. Ungesehen natürlich. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die anderen das nicht gehört haben, weil sonst stehen wir nicht echt da, blöd da. Ja, die haben uns gehört. Jetzt müssen wir auch vorsichtig sein. Und da ist im Übrigen auch noch ein Tresor, der irgendwie... Ihr merkt es gerade, ich bin gerade total konzentriert und fokussiert auf die Bande hier, weil das ist gar nicht gut. Das gefällt mir gar nicht, dass der jetzt hier lang läuft. Weil, wenn einer uns bemerkt, kommen sofort alle. Warten wir mal ab, vielleicht gehen die wieder in ihre Standardposition. Schauen wir mal. Haben wir auch nichts mehr zum Werfen hier oder so? Ist hier kein Backstein? Oder eine Flasche? Oh, 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 oh. Da haben wir schon mal einen Backstein. Wir haben eine Schublade, wo nichts drin ist. Ich frage mich, wo er da ist. Da springen wir einfach mal drüber. Gehen einfach mal weiter.
Da turnt der eine rum. So. Die sind abgelenkt. Und ihr seht, wie viele das sind. Das ist, dann macht keinen Spaß. Ich lasse auch jetzt mal den Rest alles hier liegen, den es hier noch gibt. Gar nicht gut. So, ich weiß, dass wir hier oben hin müssen. Okay, na los. Komm. In die Leiter. Und rauf da, rauf. Los. Oh, kletter doch da rauf. Hey. Na los. Oh. Komm, Ellie. Beeil dich. Gott, diese Dramatik. Puh. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Genau, das nennt man Glück und es hält nicht ewig. Ich finde doch die deutsche Synchro sehr, sehr schön. Das nennt man Glück und das hält nicht ewig. Ja, wenn man ewig Glück hätte, wäre das schön. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay. Dann müssen wir hier lang. Ja, toll. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Oh. Okay, da sind 3 Stück drin. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die irgendwie... Wahrscheinlich liegt da irgendwas drin, was wir gut gebrauchen können. Aber ich gehe mich trotzdem erstmal da hinten umsehen. Verwechsel mal die Renntaste mit der Zieltaste. Ach ja, von hier sind wir ja gekommen, ne? Ja. Oder? Nee, Moment. Hab ich schon... Noch so großspurig gesagt, ich habe mich noch nie verlaufen oder beziehungsweise das Spiel zeigt immer, wo man lang muss. Ne, von hier kam er gar nicht. Was ist denn hier? Kann man hier irgendwas machen? Kommt man hier irgendwo hin? Nee. Okay. Ich dachte, hier wäre irgendwas, aber naja, anscheinend nicht. So. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier die Sache ein wenig angehen. Wo ist denn der eine, der da? Ich sehe ihn nur oben nicht. Das war's für ihn. Immer im Blick den anderen noch. Sonst. Oh. Kein Krach machen. Joel, kein Krach machen. Das sah ein bisschen komisch aus, wie sie die Beine zusammengezogen haben. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Naja, gut. So. Ich habe schon gesehen, gerade an der Kiste konnte man irgendwas machen hier. Ah, hier. Okay, dann mal los. Ah, okay. Kann man dann rausschieben. Okay. Sehr schön. So kommen wir natürlich über den Truck drüber. Klettert hoch! Und auch wieder runter. So. Da gehen wir mal weiter. Da leuchtet's schon. Düdling. Düdling.
Sie kommen! Ich weiß! Oh, oh. Du hast da was am Schuh. Ja. Das war okay, knapp. Wie kommen wir hier wieder raus? Das war knapp. So, dann schauen wir uns doch mal um, ob wir... Ah. Modifiziere deine Waffen an der Werkbank mit gefundenen Teilen. Okay. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Sie ist im Einkaufszentrum gebissen worden. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, wir haben insgesamt 43 Teile, die wir benutzen können. Nachladetempo für den Revolver kostet 15, Schussfolge 20. Um nochmal darauf zurückzukommen, also Ellie wurde wohl gebissen im Einkaufszentrum. Ja, in ihrer, wo sie halt diese Wunde hat. So, Nachladetempo 15, Schussfolge 20, Kapazität 15. Machen wir hier mal Nachladetempo. Bei dem Revolver auch. Dann geht das ein bisschen zügiger. Und haben jetzt noch 13. Damit können wir nichts mehr machen. So. Na, gut. Das hält. Können wir auch vielleicht demnächst mal ein bisschen was sparen, bevor wir dann an der Werkbank gehen. So. Und dann schauen wir mal weiter. Hier liegt Munition für den Revolver. Ein alter Drucker, der sehr schmierig aussieht. Huch! Da hat die Physik ein wenig die Stühle und Tische tanzen lassen. Gehen beide Türen auf oder nur eine? Ja, gehen beide offen, okay. Ja, gehen wir mal hier lang. Ob wir was finden vielleicht. Ja, eine Schublade, sehr schön. Da ist auch was drin. Hier auch. Nein, da ist nichts drin. Hier liegt auch nichts, okay. Wieder schütteln. Mhm. Ich schüttel den ganzen Tag. Ich schüttel so, wie ich es mag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So. Au! Scheiße! Sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Mein Gott, musst du mich so erschrecken. So, ich schätze mal, wir müssen da hoch. Ich möchte mich aber trotzdem nochmal hier umsehen. Denn hier liegt doch was. Ich wusste es. Da liegt was zum Sammeln. Lappen auch noch. So. Und dann gehen wir auch direkt nach oben. Oh, liebe Leute, und es ist schon wieder so warm. Das gibt's gar nicht. Kurz aus dem Fenster geblickt und nichts ist da. Schon wieder sowas von warm. Okay. Sieht mal aus wie ein Museum, wo wir hier sind. Oh, Mist. Was ist das hier? Ein altes Museum. Das ja. Jahrhunderte alt. Und mit Museum kennt sich Naughty Dog ja am besten aus. In Uncharted 3 hat man ja da auch angefangen zu spielen. Wow.
Ich würde sogar behaupten, dass diese Truhen oder diese Kisten hier sogar fast genau identisch sind mit denen, die man bei Uncharted 3 sieht. Aber ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, oder wie es nochmal war. Das sieht auch creepy aus. Creepy. Oh, da ist etwas zum Öffnen. Was haben wir da drin? Eine Schere. Oder eine halbe zumindest. Von da sind wir gekommen. Also gehen wir hier weiter. Okay, aufpassen, schnell. Los. Scheiße. Ich lebe. Ja, ja super. Ich werde außen rum gehen. Tess. Scheiße. Ja, klasse. Ja, und somit wurden wir getrennt von Tess und Ellie. Und das heißt, wir sind jetzt allein unterwegs. Und das hört sich nicht gut an. Und es sieht auch förmlich nicht gut aus. Mann, die zappeln immer so. Nein. Wirf ein Ziegel oder eine Flasche auf einen Klicker, um ihn zu betäuben. Sehr schöner Tipp. Also, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Jetzt ist er nicht hier drin, der Klicker. So, und wie ihr seht, dadurch verlieren wir natürlich auch Messer. Hä, Nanu? Wo ist er hin? Ach, da. Ja, das sieht ja auch so fies aus. Mann. Ja, aber wir können ja auch an den vorbeischleichen, nur wenn sie einmal uns bemerkt haben. Das ist natürlich ganz übel. Oh, eine alte Postkutsche. Hui. Da ist ein Ziegelstein. Ach, wir haben auch noch Molotow-Cocktails. Die werden wir irgendwann mal benutzen, aber nicht jetzt, weil das ist noch ein bisschen... So. Das Holz ist besser, weil es 4 Lebensbalken hat. Das heißt, es hält mehr aus. Oh, das ist so gemein. Ja, oh, wir kriegen Gesellschaft. So. Oh, diese... Mann. Ich glaube, es geht da wieder seinen normalen Gang, der Klicker. Und einige fragen sich sicherlich immer, warum ich immer so nach unten gucke, bevor ich nach oben in die Kamera. Da unten liegt mein Timer und ich muss ja ab und zu... Ah, ich will den Backstein... Okay, ich will den Backstein nicht. Okay. Und ich muss ja mal wissen ungefähr, wie lange die Folge schon läuft. Jetzt sind es mittlerweile 24, gleich 25 Minuten, also haben wir noch ein bisschen. So. Schauen wir uns mal unten um, ob hier irgendwas liegt. Okay, ich muss meinen Controller nicht schütteln. Ich dachte, man kann das schon mal im Voraus machen, aber anscheinend ist es nicht so. Hm. Attention, attention, please. I hear something on my headphones. On the right side. Also da.
Lässt du wohl die Tee in Ruhe? So. Autsch. Mir geht's gut. Das Mädchen. Lass los! Lass sie los! Bam! Oh. Bam! Bam! So, was ist denn jetzt? Oh. Was ist denn jetzt hier los? Mein Gott, nee, was ist denn jetzt hier los? Verdammt, ich. Mein Gott. Das war verdammt knapp. Da schmeiße ich nur die Flasche drauf. Alter, was ist hier los? Was ist denn los hier? Das gibt's doch nicht. Oh Mist. Oh Mann. Oh Mann, ey, so ein Stress. Wie viel Leben haben wir denn noch? Ja, haben wir noch ein bisschen. Das reicht noch. Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Okay. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Tja, das gilt. Gut, dann bin ich okay. Ja, dann ist Ellie okay. Das ist sehr schön. Und wir bewegen uns jetzt Richtung Dach. Ja. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Da hinten ist das Rathaus. Da müssen wir hin. Und ja, ihr seht's, ich gucke schon wie verzweifelt immer wieder auf die Uhr. Ich würde sagen, wie wir jetzt da weitergehen und wie wir zum Rathaus kommen. Ich vermute mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, in der nächsten Folge schaffen wir es, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob wir es vielleicht schaffen, schon zum Rathaus zu kommen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Tschüss.